So, Männer, Prost. Prost. Jo. Habt ihr eigentlich schon einen Namen? Brave Dicks? Ach was, Sexy Blowers. Na, weil wir die Mädels wegblasen. Oh, shit. Würde ich noch mal drüber nachdenken, es könnte ein bisschen. Kommt dein Knie eigentlich wieder in Ordnung bis zum Auftritt? Keine Ahnung, der Doc will sich nicht festlegen. Erstmal die Schiene tragen und von Zeit zu Zeit ein paar dumme Sprüche fallen lassen. Ja, ist ja auch keine Freude für mich und für euch erst recht nicht. Was soll das denn heißen? Ja, ich will einfach der Swing, da fehlt Latino-Blut. Ist das so kopf? Ach, Blödsinn. Eure Schrittflanken klappen doch schon ganz gut. Das einzige Problem ist, dass ihr nach 20 Sekunden so aus der Puste seid, dass es ein bisschen unelegant wird. Ja, euch fehlt ein bisschen Kondition, Jungs. Ja. Wer von euch macht regelmäßig Sport? Hand aufs Herz. Hm, ganz bestimmt. Leute, wenn ihr mit euren Körpern Geld verdienen wollt, dann müsst ihr ein bisschen noch eine Schippe drauflegen. Hm? Beim Job macht ihr auch keine halben Sachen. Also ab jetzt erwarte ich, dass ihr eure Freizeit im Fitnessstudio verbringt. Ist das klar? Meinetwegen. Pumpen ist geil. Ich rede hier nicht von Pumpen, ich rede von Ausdauer, Kondition, Aerobic, sowas. Und der war gut. Naja, so ein Strip lebt ja auch davon, dass er ein bisschen leichtfüßig ist und locker. Der kommt im Moment ein bisschen drüber wie die Sandsäcke. Das kriegen wir hin. Also? Ich glaube, ich habe mir da was warum. Okay, dann zeig mal her. Kinderangriff. Ja. Sitz tiefer. Ich glaube, ich... Ich muss mal was trinken. Okay. Hey, Andi! Komm her. Zeig, was du drauf hast. Sorry, habe ich dir wehgetan? Nee, geht schon. Sorry. Hey, Olli, hier bist du. Dein Sascha hat dich schon vermisst. Und ich dich auch. Du wolltest uns doch zeigen, was Kondition ist. Ja. Hast du was im Rücken? Nein, ich habe mit Sascha ein paar Gewichte gestemmt. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Mir geht's super. Andi, das ist die Hölle. Die hüpfen hier seit einer halben Stunde nur rum. Ja, und das Krasse ist, die schwitzen nicht mal dabei. Wir seid ja also. Nix. Wie ist dein Rücken? Meinem Rücken geht's super. Bereite du dich mal lieber auf die nächste Show vor. Ja, wir können alle noch was lernen. Okay, Fletcher, dann zeig uns mal, was du drauf hast. Ja, vielleicht sollten wir doch mit der Prinzessin ins Krankenhaus. Du hast dem Physiotherapeuten doch gehört, das ist nur eine Zerrung. Ja, erst mal angeben und dann doch rumjammern. Mann, ich jammere, weil das verdammt noch mal wehtut und weil dieser Depp da in mich reingelatscht ist. Das ist überhaupt nicht wahr, du bist einfach in die falsche Richtung gehopst. Bin ich nicht, ich war voll konzentriert. Wir waren bei 3 und 4 und dann geht's nach links. Siehst du, bei 3 und 4 kommen nämlich die Drehung und die Arme nach oben. Hallo, so ihr Aerobic-Elfen. Wir haben heute doch echte Fortschritte gemacht. Ja, der Coach hatte recht. Das Zeugs tut euch gut. Ah! Sollt ihr echt weitermachen? Keine Ahnung, ob ich da jetzt wirklich nach links musste oder nicht. Ja, vielleicht war ich auch falsch. Und bei 3 und 4 muss man wirklich beiseite. Weiß nicht, tut mir leid. Bella, nee. Jetzt, du drückst meine Schwester weg? Stimmt ja, du bist ja der Bruder. Sie ist gerade bei den Fashion Days die Bühne am Aufbauen und ich habe... Zu Recht. Mhm. Entschuldigung. Andi Fritsche, beweg deinen Arsch hierher. Hey. Sag mal, wo bleibst du? Ich arbeite mir hier den...
Du hast echt keine Ahnung, was Sascha mit uns vorhat, ja? Er hat nur was von Feinheiten gesagt. Entschuldige mal, ihr werdet nackt vor irgendwelchen fremden Menschen tanzen. Über welche Feinheiten muss man da reden? Keine Ahnung. Hat er wenigstens gesagt, wie lange das dauert? Ich kann nicht andauern, das Bano zu machen. Kim, komm mir auf die Fährte und ich habe schon sämtliche Ausreden verbraten. Sogar die schlechten. Wie wär's, wenn du einfach die Wahrheit sagst? Das sagt sich so leicht. Weißt du, Ansgar sitzt unschuldig im Gefängnis und keiner weiß, ob er da je wieder rauskommt. Das macht sie einfach fertig. Ich kann dir das nicht zumuten. Klar. Und für, hey Schatz, wart nicht mit dem Essen auf mich. Ich bin heute mal strippen. Dafür war auch noch keine Gelegenheit. Wie wär's mit, hey Schatz, meine Kumpels strippen und ich sitz daneben und mach blöde Sprüche? Olli, jetzt mach mal einen Punkt. Wir machen den ganzen Scheiß nur, um deinen Arsch zu retten, ja? Aber so eifersüchtig wie Kim ist, sollte dies nicht über drei Ecken erfahren. Ja, zwei würden schon ausreichen, dann flippt die aus. Wie, und Sascha hat dir auch nicht gesagt, was er mit uns trainieren will? Ich hab keinen Schimmer, ehrlich. Was ist denn los mit dir? Ach, ich hab mich die Nacht nur verlegen oder sowas. Heute ist doch schon nach dem Aerobic-Schmerzen. Ey, ist das wieder dein Rücken? Ich würde langsam mal ein bisschen was dagegen machen. Nein, das ist nichts. So ein bisschen Schmerz ist ganz gut. Man muss hart zu sich in seinem Körper sein. Das überträgt sich dann aufs Publikum. Ah, verstehe. Emilio, wie sieht's aus? Hast du deiner Frau endlich gestanden, dass du untenrum blank machst? Und ohne, du müsstest du doch gewöhnt sein. Ich meine, Kim hat doch sowieso die Hosen bei euch an. Aber zu, manchmal muss man auch den richtigen Moment abpassen, ja? Dann kommt's besonders gut. Also das heißt, du hast Charlie also gestanden, dass du Tanzlehrer bist? Ja, dann hat sie wieder die heiße Katze rausgelassen. Kein Kommentar. Komm, Emilio, sag mal. Kein Kommentar. Ich wollte es ihr sagen, aber die richtige Gelegenheit war noch nicht da. Naja, bisher hast du eh nicht so richtig mitgemacht wegen deinem kaputten Knie, also dürfte eine kurze Beichte werden. Na, ich habe ihm aber auch schon gesagt, dass es keinen Sinn hat, noch zu warten. Ja, ich weiß. So, wo bleibt denn Sascha jetzt eigentlich? Ich will mal wissen, wo dieser Betriebsausflug hingeht. Also meiner Meinung nach geht der für dich zum Orthopäden. Ernsthaft. Hey, Coach, ich bin fit. Nein, bist du nicht und wir können uns nicht leisten, dass noch jemand ausfällt. Komm. Aber ich komme wieder. Der eine hat Rücken, der andere hat Knie. Am besten treten wir gleich im Krankenhaus auf. Von Sascha. Er hat eine Adresse geschickt, da sollen wir hinkommen. Oh, der Penner, ich habe extra Kaffee aufgebrüht. Am Tümsen. Blöd, dass Andi nicht kann. Emilio, da musst wenigstens du einspringen. Ja, ja. Sascha, wo genau sind wir hier? Hey! Na? Na? Alles klar. Leute, das ist Sandy, eine ganz gute Freundin von mir und dazu eine verdammt gute Stripperin. Wir dürfen hier heute proben, solange der Laden zu ist, also los. Moment, ich habe das jetzt so verstanden, dass wir gleich auf die Bühne gehen und tanzen sollen. Nicht nur das. Wir kriegen sogar eine Privatstunde. Sorry, Coach, aber ich dachte, ein bisschen professionelle Hilfe würde uns gut tun. Kommissar Helmke. Hey, Sandy. Mensch. Lang nicht mehr gesehen. Ermitteln Sie? Nee, wir sind quasi privat hier. Und es wäre mir ganz recht, wenn die Sache mit den Jungs und mir, wenn die unter uns bleiben könnte. Sie wissen doch, hier gelten die Las Vegas-Regeln. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ah. Ihr kennt euch schon? Ich war ein paar Mal hier. Beruflich. Klar. Aber der Club ist sauber. Keine Prostitution, keine Drogen, also macht euch keine Sorgen. Ja? Na, dann können wir ja loslegen. Ja, das macht die Entscheidung ja wesentlich leichter, meine Frau anzurufen. Hey, Schatz, ich mache jetzt übrigens in der Männerstrip-Gruppe mit und bin gerade in der Table Dance Bar. Ach komm, das Helmke gehört. Der Laden ist sauber. Mann, jetzt hab dich nicht so. Ja. Vielleicht hast du recht und es könnte ganz witzig werden. Also, worauf warten wir? Wer ist denn der Latino-Schnuppel da? Zusammen, das ist eine Trainingseinheit. Von den Frauen könnt ihr richtig was lernen. Ja, ja, ich bin hochkonzentriert. Wow, wie macht sie das bloß? Ja, mehr. Weiter. Wow.
Das war doch schon gar nicht schlecht. Das Wichtigste ist, die ganze Zeit Körperspannung halten. Das ist wirklich das Wichtigste. Emilio, im Mittelteil, da hängst du immer noch ein bisschen hinterher, merkst du selbst. Ich mach das zum ersten Mal gerade und vor Publikum ist auch eine ganz andere Nummer. Ja, weiß ich. Aber eure Vorstellung wird nachher auch vor Publikum sein, also gewöhnt euch dran. Sondertraining, würde ich sagen. Die Rettung naht. Den übernehme ich. Du hast doch nichts dagegen, oder? Nein, wieso sollte ich? Sehr gut. Dann üben wir jetzt erstmal den Hüftschwung. Dazu stellen wir uns hinter euch und führen euch an der Hüfte. Okay? Mhm. Und zwar so. Eins, zwei und links und rechts und links und rechts und links und rechts. Und eins, zwei und links und rechts und links, rechts, links und rechts und links und rechts und immer weiter. Das sind aber nicht meine Hüften, ne? Oh, ich weiß, aber das macht dir doch nichts aus, oder? Hab ich eigentlich erwähnt, dass ich verheiratet bin? Oh, hab ich eigentlich erwähnt, dass ich da total tolerant bin? Nein, hast du nicht. Schminken. Wir wollen euch nicht aufhalten. Mädels, ihr wart uns eine große Hilfe. Vielen, vielen Dank. Weiter verläuft ohne mich. Wegen diesem bekloppten Schein denkt Kim, dass ich sie mit dieser Sandy betrogen habe. Verstehe ich nicht. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? In der Telefonnummer? Die ist von der Stripperin. Seid ihr bereit? Ja. Alles klar, wir beginnen auf drei. Jo. Eins, zwei und... Stopp. Hey, Emilio, wo bist du mit deinen Gedanken? Jetzt konzentrier dich mal ein bisschen. Ha? Achte auf die anderen. Geht klar. Nur weißt du, ich habe die Klamotten von Andi an, mein Knie tut weh, ich hänge Wochen im Training hinterher. Und jetzt Kim, die... Also, wieder auf Anfang. Danke. Sieht aus, als hätte Emilio den Dreh richtig raus langsam, was? Ja, der macht das echt gut. Nur schade, dass er wahrscheinlich gar nicht mitmachen kann wegen seinem verletzten Knie. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen später noch ein paar private Moves zeigen. Ich weiß dein Angebot wirklich zu schätzen, Sandy, aber für mich gilt das Gleiche wie für Emilio. Oh Mann, anscheinend sind wirklich alle guten Männer verheiratet oder schwul. Leute, meine Frau ist hier. Mach mal! Hey, danke, dass du gekommen bist. Glaubst du mir es? Hi, ich bin Sandy. Hey. Dich gibt's also wirklich. Ich hab doch gesagt, dass ich verheiratet bin. Ja, aber so wie du von ihr geschwärmt hast, dachte ich, du hättest sie erfunden. Dass ich stur war, ignorant, eine blöde Kuh. Kannst du mir verzeihen? Ich liebe dich. Ich dich doch auch.